Moin moin, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's mal was von Blue Bricks, aber auch von Lego. Beziehungsweise gemocktes Lego. Ich hatte mich gefragt, passt denn der Tanklaster im Shell-Style, der von Blue Bricks angeboten wird, zu meinen vorhandenen Octan-Truck? Mal gucken. Das ist mein Octan-Tanklaster, den ich letztes Jahr gebaut habe. Da ging übrigens meine Lego-Verrücktheit erst so richtig los mit diesem Mock. Da hat es mich erwischt. Falls sich jemand fragt, wo ich die Aufkleber her habe, die hatte ich auch letztes Jahr bei eBay bei einem Anbieter aus, ich müsste jetzt lügen, ich glaube Rumänien bestellt. Als die dann ankamen, habe ich gemerkt, dass das Weiß von den Aufklebern ein Reinweiß ist und wenig zu Lego passt. Aber ja, besser so wie gar nicht. Und wenn es mich doch noch zu sehr nervt, dann mache ich es selber. Ja, wie gesagt, mit dem Mock ging es los, das mich erwischt hat. Der Style, die vier Achsen, ich find's einfach geil. Mal schauen, ob da Blue Bricks mithalten kann. Der Mago ist sich da wohl auch noch nicht ganz sicher. Kleiner Spaß am Rande. Ne, schauen wir mal, was sich so bauen lässt. Und ich habe mir gedacht, um einen richtig guten Vergleich hinzubekommen, müssen die sich ja auch ziemlich ähnlich sehen. Und am besten gleich bei dem Octan-Style. Ja, mein Lego-Mock habe ich auch noch ein bisschen verändert, hier und da ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Räder. Vorher waren sie mir zu weit drin, jetzt sind sie mir zu weit draußen. Ich habe da noch keine so perfekte Lösung, aber mal gucken, vielleicht finde ich noch was. Und ich muss schon sagen, grün, rot, weiß macht schon was her. Also gefällt mir ein bisschen besser wie gelb. Wie findet ihr es? Lass mich deine Meinung wissen unten in der Kommentarbox. Beim Bau vom Blue Bricks Truck habe ich während des Baus schon kleine Änderungen vorgenommen. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt. Aber ja, hier noch ein ganz kurzer Vergleich, wie denn eigentlich das Modell aussieht und wie es bei mir aussieht. Was man hier jetzt auch leider sehr schön sieht, sind die Scheiben. Die Blue Brick Scheibe, also links, ist leider sehr zerkratzt. Ist für ein Vitrinenmodell jetzt gerade nicht so der Hit, vor allem wenn daneben rechts die Lego Scheibe eigentlich keinerlei Kratzer aufweist. Hier nochmal der Lego Truck von allen Seiten. Ich komme aus dem Schwärmen zu dem Modell gar nicht raus. Wie gesagt, das hat mich so gefesselt, die Optik, weil man sowas bisher gar nicht von Lego kannte. Und ja, als ich sowieso die Seite Rebrickable entdeckt habe, haben sich neue Welten für mich aufgetan. Ich kannte das vorher nicht. Jetzt lassen wir den mal fertig drehen, dann kommt noch der Blue Bricks Lastwagen auf die Drehscheibe. Moment, ich zähle noch runter. 3, 2, 1. Und da ist er auch schon. Vielleicht sieht man jetzt auch gleich, was ich geändert habe. Falls nein, ich helfe euch gern auf die Sprünge. Eigentlich ist es nur ein Punkt und der zieht sich durchs ganze Modell. Ich habe ihn verbreitert. Ursprünglich hat er keine Radläufe. Die Räder sind hüben und drüben quasi eine halbe Noppe weiter drin. Ich habe die Achsen ersetzt, habe sie verlängert, dass die Räder weiter draußen sind, dass sie zum Radlauf passen. Vorne zum extra montierten Radlauf, habe hinten verbreitert und habe auch den Trailer hinten verbreitert. Mir gefällt das so viel besser als das Original. Es passt mehr zu den Sachen, die man von Lego kennt, mit der Breite vom Radlauf. Und ohne Radlauf wirken die LKWs meiner Meinung nach ziemlich schmal. Die US-LKWs in dem Maßstab von Blue Bricks haben ja auch Radlaufverbreiterungen. Also ich bin der Meinung, so sieht es besser aus. Ich finde es cool so. Hier sieht man noch ein bisschen was vom Bau, also von dem Punkt, wo ich alles ein bisschen verbreitert habe und als er dann so langsam grün wurde. Zum Bau an sich kann ich noch sagen, ja, hat Spaß gemacht. Teile weitestgehend okay. Ein Teil, und zwar ein einer Brick mit Technikloch drin, sind zwei dabei, um die Seitenscheiben hinten diese schwarze Verlängerung dran zu klipsen. Auf der einen Seite hält dieser
diese Aufnahme in dem Technik-Rig leider sehr, sehr, sehr schwach. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren und bis bald!